Wir haben uns schon mal zurückgelehnt. Ich hoffe, Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, machen das jetzt auch, denn wir hören das zweite Lied von Tommy Finke, das da heißt Die Bratwurst auf dem Grill des Lebens. Dem Anlass entsprechend. Victoria Buchholz, ne? Ja. Gut. Als ich 3 war, hat sich meine Katze selber umgebracht. Mein Hündchen wurde vom Nachbarssohn gefressen. Als ich 5 war, wurde mein Papa von Aliens entführt. Das konnte ich nie vergessen. Und Harald Schmidt hat eine eigene Sendung und ich nicht. Ich fühle mich einfach fürchterlich. Ich bin die Bratwurst auf dem Grill des Lebens. Und keiner dreht mich um. Die eine Hälfte ist schon knusprig, ich frage mich warum. Mit 7 Jahren musste ich auf eine Klosterschule. Doch zu meinem Entsetzen waren die Mönche Pädophile. Meine Oma schickte jeden Tag ein Fresspaket. Leider dachte sie, ich wär auf Brokkoli-Diät. In Studio 47 hat eine eigene Sendung und ich nicht. Ich fühle mich einfach fürchterlich. Ich bin die Bratwurst auf dem Grill des Lebens. Und keiner dreht mich um. Die eine Hälfte ist schon knusprig. Ich frage mich, warum. Ich bin die Bratwurst auf dem Grill des Lebens und keiner dreht mich um. Die eine Hälfte ist schon knusprig, ich frage mich warum. Ich bin die Bratwurst auf dem Grill des Lebens und keiner dreht mich um. Die eine Hälfte ist schon knusprig, ich frage mich warum. Dankeschön.